Durch 8 Staaten zieht sich eine halbtrockene Landschaft als Puffer zwischen Wüste und dem tropisch grünen Afrika, der Sahel. Den Karawanen der Sahara galt er einst als rettendes Ufer, als grünes Paradies. Seit 30 Jahren steht der Sahel für Dürrekatastrophen und Hunger. Das Dorf Beiga liegt im Norden von Burkina Faso. 2000 Menschen leben in verstreut liegenden Gehöften. In einem lebt Abdulrahman mit seinen 3 Frauen und sehr vielen Kindern. Unfassbar, wie sich der Sahel verändert hat. Als ich Kind war, gab es Antilopen, Perlhühner, sogar Strauße. Ich habe welche gefangen, erzählt Abdulrahman. Nach und nach seien Tiere und Bäume verschwunden. Heute ist alles wüst und wir wissen auch, warum es so ist, sagt er. Früher habe es hier ja nur wenige Dörfer gegeben, wenige Leute. Doch dann kamen viele von überall, haben Felder angelegt, viel zu viele. Das Vieh, von dem es weit mehr gibt, als die Natur verkraften kann, raubt dem Sahel die schützende Vegetation. Ohne Bewuchs ist die dünne Bodenschicht Erosion und Wind preisgegeben. Der bläst den Boden fort, bringt dafür Wüstensand. Früher, als es noch richtig regnete, gab es hier überall Bäume, die haben den Sand aufgehalten. Heute bläst der Wind den Ackerboden von meinem Feld und die Dünen der Sahara dringen immer weiter vor. Abdulrahmans Frau hat Angst. Wenn es keine Hirse, kein Gras, kein Wasser mehr gibt, suchen die Männer anderswo Arbeit und dann leiden vor allem wir, die Frauen. Wir bleiben zurück, mit den Kindern, mit allen Problemen. Wie dramatisch knapp Boden und Wasser sind, zeigt sich jeden Morgen am Brunnen, dem letzten weit und breit. Dörfler drängeln sich mit Leuten von außerhalb. Wasserbeutel verhaken sich, keiner nimmt Rücksicht, nicht mal auf die Frauen. Und immer wieder gäbe es Streit, meint Abdulrahman. "2000 Tiere sind zu viel für diesen Brunnen, jeder weiß es, doch es kommen immer mehr. Aus dem übervölkerten Süden Burkinas drängen Ackerbauern in den Sahel. Von Norden, aus den trockenfallenden Randgebieten der Sahara, ziehen Hirten heran. Dieser doppelte Druck von Vieh und Landwirtschaft ist zu viel für das ökologisch fragile Trockengebiet. Abdulrahman ist sehr nachdenklich geworden in den letzten Jahren. Er weiß, man muss etwas tun, will man die Böden nicht an die Wüste verlieren. Und Abdulrahman ist einer von denen, die den Anfang machen. Vor der Aussaat gräbt der sogenannte Halbmonde in sein Hirsefeld. Sie sollen den Dünger und das Wasser im Boden halten. Steinwälle sollen beim nächsten Regen die Erosion verhindern. Und dass alle zusammenhelfen, gibt Kraft und das gute Gefühl, in der Not nicht allein zu sein. Noch wichtiger ist, dass man den gefährdeten Boden nun nicht mehr gegeneinander nutzen will. Und so treffen sich heute die Führer der verschiedenen Volksgruppen. Erstmals seit 20 Jahren. Bald sitzen sie im Schatten der kleinen Moschee, Tuareg und Bella, Pöll oder Malibé, die Abdulrahman vertritt, Rivalen um die knapp gewordenen Ressourcen des Sahel. Ein Fachmann aus der Region leitet das heikle Gespräch. Hackbauern und Hirten, Sesshafte und Nomaden reden über Wasser, Wege, Weiderechte, über Nutzungszeiten, mögliche Konflikte. Wir brauchen einen Plan, wir brauchen Regeln, sagt Abdulrahman. Wie sie aussehen könnten, wer sie kontrollieren soll, darüber redet man nun. Die Männer geraten an diesem Tag nicht in Streit, im Gegenteil. Man wird zusammen essen und beten. Die Wüste um Beiga herum aufzuhalten oder gar zurückzudrängen, ist alles andere als einfach. Doch es kann gelingen, wenn alle Betroffenen zusammenstehen.